Heute durften wir zu Corona-Zeiten mal einen Blick hineinwerfen ins Tierheim Schwebheim. Wir haben uns tierisch gefreut. Alexander hat uns rumgeführt im Tierheim Schwebheim und es war sehr, sehr interessant. Schaut euch den Film an. Der Kleintierer, ne? Jawohl, die Box hat mir selber gebaut. Was sind jetzt aber eigentlich? Das sind die Kleinen von uns. 4 Stück haben wir noch, wenn auch alle vermittelt noch. 2 sind schon reserviert. Mhm. Und wenn die sind halt dann nur 2, aber jeder hat auch nur ein paar weiße die da. Ja. Das ist die Mariechen. Das ist Mariechen. Na, der Malo. Ja. Arbeit noch ein. Und das sind die letzten. Ja. Und die sind alle abgegeben worden? Sind alle abgegeben worden, auch Fundtiere. Ja. Aber die Fundtiere werden ganz selten bei uns wieder gut. Falls einer so ein Fundtier vermisst, ja, wenn die uns anrufen, auch wenn es halt selten ist, aber kann ich nicht genau sagen, dass die holen wieder. Ja. Eigentlich schade, weil wenn man sein Tier vermisst, sollte man auch fragen, wo es noch sein könnte. Ne? Also, ja. Ist halt dann eigentlich, wenn dann da sind und keiner holt. Ne? Ja, dann schade Idee. Eigentlich, ja. Da haben wir noch die zwei Chinchilla-Mädels. Oh, Chinchilla. Da oben und da unten. Oh. Sind auch total handsam. Mhm. Da ist jetzt kaputt, da sitzt gerade. Oh, da ist er. Genau. Also wir brauchen auch viel Platz, ne? Also das ist jetzt auch fast zu klein, aber ich kann halt nicht mehr hierher bauen. Ne? Das ist, ja. Aber die gehen jetzt abwallen, sind abwallen weg. Aber so Exoten, so Schlangen und sowas. Haben wir auch schon gehabt. Habt ihr auch schon gehabt. Aber als Hundtiere meistens. Ja. Die werden ausgesetzt, finden wir nie den Besitzer meistens. Ja. Ist halt ärgerlich, weil sowas macht man nicht. Können Sie sich einmal vorstellen? Also, Entschuldigung, ja, ich bin der Alexander Hand aus Kolitzheim. Bin jetzt seit 5 Jahren da, festangestellt und ja, also es macht super viel Spaß hier, du kommst mit den Tieren klar, manchmal gibt es halt Probleme mit was anderes, du hast da Probleme, jetzt habe ich auch, du schreik öfters mal, du war keine Bösen von mir, ich komme alle super mit mir klar, ich komme mit den Hunden klar, ja. Das ist schon in Ordnung. Das ist in Ordnung, also. Überall ist Arbeit bei uns, so ist es nicht, ne? Genau, gehen Sie mal mit. Die Tiere haben sich auch drauf. Ja, also da habe ich keine Probleme mit. Bei den Hunden, wenn ich mit den Geräuschen also schreien würde, am Anfang war das eine Umstellung für die Hunde. Ja. Hat auch mal passiert, dass man ihn dazu gebissen hat, ne? Aber die kommen alle mit klar. Also, das haben sie drauf gewöhnt. Ja. Besser wie am Anfang. Also es ist am Anfang halt echt schwer gewesen. Du hast dann geschrien und die sind halt zusammengezuckt. Ne? Das ist, Das ist eine mit Hunden schreien da hinten, das ist ja das. Ja. Genau, also. Da ist noch zwei kleinere, ja. Die sieht man aber gar nicht da hinten. Warte mal. Da ist eine drin. Da sind zwei, schau da. Oh, da sind zwei Ratten. Die versteckelt. Die haben sich versteckelt. Sie haben die versteckelt. Kamerascheu. Ja. Die sind jeden Tag eine Kamera da. Hey, guck mal. Also, jetzt kommen wir in die Katzenpension, gell? Jawohl, die Katzenpension. Also die machen einen Urlaub hier bei uns. Das heißt, wir sind mal in Familie mit 5 Kindern, fünf Erwachsenen oder irgendwas, fahren im Urlaub, fliegen fort, ja. Können sie uns die Katzen bringen. Kostet halt auch bestimmt Geld, weil wir die Katzen dann pflegen. Also 12 Euro ist nicht Mitglied und 8 Euro für Mitglieder, also der Preis. Ja. Aber das Füttern, die Tierpflege, sauber machen, kämmen mal zwischendurch, ist alles dabei. Haben jetzt 3 Gehege. Hier rechts ist das ganz, ganz große. Mhm. Müsste jetzt aber nach wie viel genau reinpassen, das weiß ich auswendig nicht. Weil ich einige Hunde auch da habe. Ja. Da hinten wäre jetzt das mittlere Zimmer. Und da hinten das kleine Zimmer. Also bevor ihr eure Tiere aussetzt, die genau, wir nehmen, wir nehmen auch nicht nur Katzen, wir nehmen Hund und Kleintiere für eure Urlaubsgäste. Ja. Setzt sie bitte aus, hat auch schon oft genug gegeben. Also der sitzt zum Beispiel jetzt auch allein, weil er Infusion kriegt. Also auch Hunde und so was. Also Hundepension, Kleintierpension und Katzenpension. Mhm. Alles, also wegen Corona ist er jetzt auch schwierig, dürfte nicht fort. Ja. Aber wenn jetzt jemand ins Krankenhaus kommt, kurzfristig, uns anrufen, dann sagen wir es auch, wir haben Platz. Für 5 Wochen bringt euer Katz vorbei, ist kein Problem. Und wenn es Medikamente geben werden müssen, machen wir das auch. Okay. Also Infusion würden wir jetzt geben, also was der Doktor uns erlaubt, das ist klar. Wegen damit meine, eine drin, weil die hat, ja, wir sollten die halt nicht mit Nein setzen, weil die soll letztes Mal allein sein. Na, was? Ja. Na, du.
Schmusest du, ja? Komm, Keiler, und schmus mit dir. Und ich werde jeden Früh gefüttert, alles sauber, katzenlos gereinigt, Fenster abgewischt. Wenn das dreckige Ding ist, alles raus, was dreckig ist, kommt immer wieder neu, am Schluss wird alles gewischt. Und die können auch so ihr Lieblingsdecken oder so mitnehmen? Ja, also zum Schnüffeln, wenn die was zum Schnüffeln haben, ja. Bestimmte Decke, dass sie sich daran gewöhnt, dass die Tabler muss ein paar da ruhig mit. Was wir nicht wollen, die Boxen da lassen, sonst stapelt sich dahin halt alles. Ne? Also Gott. Also nicht zu viel, bei den Hunden würde ich nachher auch was sagen, dass man nicht zu viel denkt ans Spiel, wir haben so viele Sachen da. Manchmal hat es auch die Probleme gegeben, dass wenn was Bestimmtes da war, die haben das Zeug dann gesucht, es ist zum Waschen gekommen, dann ist es da reingekommen. Am besten nicht zu viel mit. Also Futter eigenes ist sinnvoll, wenn es Spezialfutter ist. Aber so, dass man die ganzen Hundesachen von daheim mitnimmt, wäre Käse. Also gut. Muss man nicht unbedingt. Das ist also der Außenbereich von den Katzengehege. Und man sieht es, also die können halt an die Sonne raus und ja, sind bloß zur Zeit wenig Katzen da. Sind wir halt im Außengehege von den Hunden. Wie viele Hunde habt ihr denn zur Zeit? Also mit Pension der einen müssten es 14, 15 Hunde sein. 15. Ja, und das Doppelzelt, also das zwei Doppelte sind jetzt. Das ist mein Bereich hier. Ich würde jetzt auch zum Beispiel diese Arbeiten mit, wenn jetzt ein Baum falsch stand, liegt, bin nicht nur Tierpfleger, ich helfe auch Hausmeister nebenbei. Ja. Es muss halt auch gepflegt werden. Ne? Naja, logisch. Ne? Jetzt fängt im Frühjahr wieder das Rasenmähen an. Es wächst wie Unkraut. Ja, aber ein Rasenmäherbulldog geht einfacher. Ja, das sind jetzt die Zwinger für die Nacht, aber nur im Winter. Da sitzen die im Hund im Winter drin nachts. Also das ist Erdschung. Das ist halt wärmer drin ist Bodenheizung, dass es wärmer ist für den Winter. Ja. Weil es kannst saugen, kannst du nicht lassen. Ja. Wir können mal zu Ivy schauen. Na, Ivy? Ja. Ist das der Kettledog? Kann ich immer nicht aussprechen. Entschuldigung, wie gucken wir auf Bild? Ich kann es immer nicht aussprechen. Ist gut, Schnecke. Keine Kors, so geht's aber. Ist halt eine Kampf- und Kategorie mit drinnen. Muss mit einem Wesenstest machen. Wie das genau kostet, weiß ich nicht. Soweit habe ich mich noch schlau gemacht. Geht im Bein halt nur mit Wesenstest. Ja, alles sehen. Die ist jetzt 14.10.15 geboren. Wir haben diese Spickzettel. In Österreich zum Beispiel ist es ohne Wesenstest. Oder andere Bundesländer ist halt erlaubt, ne? Ja. Ja, was ist mit dir? Alles gut, ja. Hallo. Ich mache nicht viel. Also gar kein Kampfhund, gell? Nein, ja. Ich darf ihn schon, aber... Ja, aber normal macht es. Aber friedlich. Ja. Was soll ich? Knull kann man sich, das geht. Was bist du denn für einer? Der Bruno, ja. Oh, so heißt unser Staubsauger. Unser Staubsauger heißt Bruno. Ja, du bist ja ganz brauch, ha? Muss ich nachdenken. Ja, ne? Finger möchte nicht nahe halten. April, Mai, glaube ich, was mitgeht in der Bootcamp. Der Bootcamp hat, der hat es mehrmals schon gebissen. Ja. Leider. So sieht er so friedlich aus. Er sieht friedlich aus, aber er ist mit Vorsicht zu genießen. Frauen muss man wahrscheinlich aufpassen jetzt. Und man hat auch Maulkorbpflicht raus, ohne Maulkorb nicht raus. Ja. Also braucht er Familie wo? Oder Kinder gar nicht. Am besten wäre der Mann allein stehen oder was. Weil Frauen, mein Kollege ist halt leider muss angebissen worden. Ja, braucht er wegen harte Hand. Hand und alles. Und es geht halt in der Bootcamp, dass halt trainiert wird. Ja. Dass er wie langsamer wird halt. Ne? Das ist vorne bist du, ja. Ja. Hätte man gar nicht gedacht von dir. Ich kann anders mehr werden. Ja. Siehst so friedlich aus. Ja, also ich kann jetzt nein lang. Ja. Aber vielleicht ist er bloß frustriert. Ne? Das kann er nicht, ich weiß es halt nicht. Das ist halt echt schwierig mit mir. Ja. Weil viele kommen nicht mit mir klar. So, Bruno. Ne? Aber wir haben mal einen Beginesen gehabt, dann könnt ihr alles. Das ist Rasse, also bei unserer Rasse ist alles durchgehend komplett unterschiedlich bei uns. Da muss die Lona. Da hätten wir einen Dackel drin gehabt. Ein Dackel nicht, aber der ist jetzt weg. Der ist schon vergangen. Nee, der ist spazieren wahrscheinlich.
Also ja, also die sind halt die alten Zwinger, wo wir die haben, je nach Größe und wie auch einen bestimmten Hund reinsetzen. Aber dem Grund passen jetzt zwei rein. Ja. Immer da vorne mal um die Kurve rum. Das sind auch zwei schöne. Ja, das sind die kleineren Zwinger, das heißt, da kommt auch die Kurve rein. Ihr seid ja zwei schöne, du. Ja. Lagen sich aber von mir noch nicht andere anleihen. Hey. Das dauert ein bisschen noch. Ihr seid zwei schöne. Gehen auch nur zu zweit in die Vermittlung. Die werden nur zu zweit vermitteln. Ah ja. Warum sind die jetzt hier gelandet? Das waren mit die Nachbarn. Ja. Ja, ja. Das tut mir leid, weil das war, glaube ich, Organisation, soweit ich das weiß. Da waren noch mehr Akitas. Ah ja. Aber müsste ich echt nachschauen. Ihr wollt dann nichts. Ja, der dann nützt gleich mitgehen, ne? Ja. Ei, 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 ei. Ja. Ich jetzt auf den Kamerascheu. Ja. Mach mir nicht, gell? Mach nicht jeden. Wir laufen mal ein Stück weiter und filmen da an, was hört man mit. Okay. Jeder machen wir da ruhig. Das können wir mal trotzdem anschauen. Da. Gucken wir mal mit. Das ist das für zwei Dackel, oder? Das ist Pekinese. Pekinese? Ah, warte mal. Pekinese Mischling. Ja, da ist Chihuahua Radlermix, Prager Radlermix, genau sowas. Ah. Also das ist Mama und Tochter. Oh. Sind aber schon beide wegen älter, die sind jetzt 2012 und 2010 geboren. Mhm. Ja. Da geht er mal her, wir wollen euch mal fotografieren. Geht er mal her, noch. No, ihr seid ja ganz brave, ne? Ganz brave seid ihr, ne? Und wer ist jetzt die Mutter? Sie ist die Mama. Du bist die Mama. Hallo. Und du bist die Tochter. Das ist kein Baby mehr. Ganz brave seid ihr. Mama, Baby. Das ist schwer, jemanden zu finden, wenn sie so alt sind schon, oder? Das hat, also mit Alter hat nichts zu tun. Wir haben auch junge Ehepaare schon da gehabt, die wollten unbedingt einen alten Hund. Ja. Weil die halt wieder die letzte Ehre erweisen, sagen wir mal, die wollten halt den alten Hund einfach nochmal zeigen, dass es wohlfühlen kann. Ja. Es gibt Leute, die sind jetzt um die Alter, um die 30, die wollen halt nur einen alten Hund nehmen. Mein Gott, sind erst 9 Jahre und. Ja, so alt sind die jetzt noch nicht. So, es geht noch. Aber es gibt Leute, also junge Leute, wie gesagt, die holen ja die älteren Hunde raus. Ja, ja. Wir haben einen Husky-Hund mal gehabt, die Cindy, die war auch älter und die haben sich gleich verliebt. Aber die älter, aber die haben gleich gesagt, die wollen einen alten Hund. Es kommt also bei uns echt unterschiedliche Leute, wie sie kommen. Eher so ein Rassehund, ein Welpen, ein junger Hund und einen alten Hund. Oder mal, es kommt rein und wir wissen ja vorher nicht, was sie wollen. Ne? Aber es ist echt unterschiedlich bei uns. Ja. Ja, wir gehen heute einen braven Check. Herr Check. Gehen wir mal rein. Hallo, Kleiner. Hallo, Kleiner. Na, wie geht's dir denn? Hallo. Neugierig, ne? Ich hab gehört, hast du denn jetzt schon jemanden, ne? Ja. Ja, der dich kaufen will, ne? Ja. Ist doch gar ganz brave, ne? Ja, der macht nichts. Also, er muss manchmal getragen werden, weil er keine Lust hat zu laufen. Aber ist ja nicht gerade schwer, ne? Ja. Nee, nein. Aber das kennen wir mit dem Braven. Ja, er hat einen Zweithund mit hinten gehabt, den Smarty. Ja. Der Smarty hat Diabetes gehabt und noch andere Krankheiten, ist aber leider von uns gegangen dann. Und jetzt ist er halt allein und jetzt ist halt leichter wieder zu vermitteln eigentlich. Ja. Aber er fühlt sich auch wohl ohne den Smarty. Also heißt nicht, dass er trauert. Ja, es ist halt schade, dass er nichts mehr da ist, kann ich jetzt nicht ändern. Ja. Aber er spielt dahinter, er sonnt sich. Er ist eigentlich braucht echt ein super Hund, der Check. Smarty ist halt leider von uns gegangen. Aber er hat sich dran gewöhnt. Also er jammert nicht, dass er was fehlt oder was. Ne? Ja. Weil manche Tiere merken, es fehlt was. Aber er merkt, also er hat nicht immer verstanden, dass er nichts mehr da ist. Du bist ja ganz brav, ne? Die Besitzerin ist ins Krankenhaus gekommen. War auch erst auf Pension da bei uns. Auch erst auf Urlaub. Da musst du wegstreichen, wenn du. Wenn dann doch zu alle Spiele die kann als Mann fahren. Ja, ja. Weil es ist schon frisch ab und zu. Ne? Ja. Ja. Er war ja eigentlich im Urlaub und ich sag, und dann ist halt die Frau, hat halt von Gesundheit nicht alles mehr geschafft. Ja. Und da haben sie gesagt, sie geben beide ab. Ja. War lange Zeit,
Aber jetzt sind sie halt bei uns gewesen, Smarty und Jack. Smarty hat leider nichts mehr gesagt. Und der Jack fühlt sich auch so wohl. Also was geht denn eigentlich? Wahrscheinlich gehen die kleinen Hunde schneller weg, gell, wie die großen. Und auch wieder unterschiedlich. Also ja. Meine sind eher was Kleines, so was das Jack jetzt. Ja. Gibt auch Leute, die wollen einen großen Schäferhund, aber das haben wir halt auch wieder nicht. Ja. Man hat die Leute vertröstet, weil man alles, was sie wollen, da haben. Mhm. Dann kommen halt manchmal Leute, die wollen sich ihn nicht anschauen. Zwei kleine, also echt unterschiedlich, wie die Leute was halt wollen. Ja. Meistens rufen sie an und wollen Welpen. Ja, das ist klar. Aber habe ich halt auch nicht eben drauf. Ne? Nee. Das ist halt schwierig dann. Wer bist du denn? Ne? Ja, wir kommen einmal zu dir, du. Ne? Ja, komm mal her. Stell... Du bist der Rocco. Der Rocco ist das, der Rocco. Ja, der Rocco bist du. Jetzt musst du aber mal schimpfen. Ja, schimpfen. Musst du mal schimpfen. Ne? Der Rocco. Na, wie alt ist er denn? So, hallo, jetzt habe ich also den Johannes Saal vom Mikrofon. Herr Saal ist also der Vorstand vom Tierschutzbund Schweinfurt Land und Schweinfurt Stadt. Also ich habe bestimmt jetzt falsch gesagt. Sie werden mich bestimmt jetzt korrigieren. Genau, also war fast richtig. Das nennt sich genau Tierschutzverein Schweinfurt Stadt und Landkreis e.V. Und wir betreiben hier draußen in Schwebheim das Tierheim, was schon seit Jahrzehnten hier aktiv ist für den Tierschutz in der Region Schweinfurt. Herr Saal, was hat sich denn geändert gegenüber von vor Corona? Naja, es gibt schon einige Änderungen im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Wir sind jetzt im März 2021. Wir haben letztes Jahr, als es losging mit Corona, mit den Einschränkungen, da haben wir erstmal das Tierheim geschlossen für den Publikumsverkehr. War für uns natürlich auch wie für alle anderen eine völlig neue Situation. Wir hatten ein bisschen Sorge, weil war ja auch ein Thema Ausgangssperre mit im Raum gestanden. Da haben wir die Mitarbeiter mit entsprechenden Bestätigungen ausgestattet, damit jederzeit die Versorgung der Tiere auch gewährleistet ist. Und Gleiches haben wir natürlich auch gemacht für unsere Gassigänger, weil ja unsere Hunde trotzdem Gassi gehen müssen, auch wenn Corona ist. Also das Wohl der Tiere war von der Seite immer erste Priorität und das haben wir auch sichergestellt an der Stelle. Ich kenne das Tierheim ja auch schon sehr lange und da hat es auch Zeiten gegeben, da habt ihr gar keinen Platz mehr gehabt für die irgendwelche Tiere fast zum Aufnehmen. Jetzt habe ich gesehen, sind doch einige Käfige leer. Also woran liegt es? Woran das genau liegt, kann ich auch nicht erklären. Das ist allerdings kein Phänomen, was wir hier nur momentan in Schweinfurt haben, sondern das kenne ich auch aus anderen Tierheimen in der Region. Es gibt momentan sehr wenige Fundkatzen, sehr wenige Fundhunde. Ich kann mir das nur so erklären, dass vielleicht dadurch, dass viele Leute im Homeoffice sind, weniger Tiere verloren gehen bzw. ja, besser darauf geachtet wird, als es vielleicht zu normalen Zeiten der Fall war. Ist es auch, kommen auch mehr Leute und holen sich Tiere ab vom Tierheim? Also sagen, ich adoptiere jetzt einen Hund oder eine Katze oder ein Kleintier? Also die Nachfrage nach tierischen Mitbewohnern ist nach wie vor hoch. Nur leider zum Beispiel bei Katzen können wir nicht jedem da ja, was anbieten, beziehungsweise nicht jeder, weil wir einfach schlicht und ergreifend sind momentan relativ wenig Katzen da. Da können wir dann auch wenig anbieten nur. Besteht denn jetzt die Gefahr, dass nach Corona, ich weiß, es ist ja hypothetisch jetzt, aber besteht die Gefahr, dass nach Corona vielleicht eventuell die Leute, die sich heute Tiere holen, die Tiere wieder irgendwo aussetzen oder dass da wieder mehr kommen ins Jahr? Nun, die Möglichkeit besteht durchaus, weil man kann ja in den Medien Land auf Land ablesen, dass ein großer Hundeboom, Haustierboom eingesetzt hat, weil jetzt jeder ein bisschen mehr Zeit hat im Homeoffice. Wir haben da auch ein bisschen Sorge, was passiert, wenn vielleicht diese ganzen Corona-Einschränkungen mal wieder weg sind, dass vielleicht in den Büros wieder Normalität einkehrt und vielleicht dann wieder mehr Präsenz am Arbeitsplatz nötig ist, dass da vielleicht die Haustiere drunter leiden müssen. Wir hoffen nicht, dass das so weit kommt, aber wissen können wir es natürlich vom aktuellen Standpunkt aus nicht. Was braucht das Tierheim? Wo braucht es Unterstützung noch? Vielleicht können Sie ein bisschen einen Aufruf starten. Ja, also was wir brauchen, was wir auch gemerkt haben, eben im Zuge der Corona-Krise, da sind ja auch viele unserer Mitbürger hier in wirtschaftliche Nöte geraten, weil vielleicht Sorge um Arbeitsplatz und Ähnliches oder Kurzarbeit. Und es trifft natürlich auch so eine Institution wie unseren Tierschutzverein mit dem Tierheim ganz heftig, weil wir natürlich auch ein gutes Stück weit mit unserer Arbeit vom guten Willen der Menschen da draußen abhängig sind und deswegen auch immer auf Zuwendungen, Spenden etc. angewiesen sind. Und wer uns bei unserer Arbeit hier unterstützen möchte, der ist herzlich eingeladen, das mit einer Spende
zu tun. Oder was wir natürlich auch immer gerne sehen, ist, wenn jemand bei uns Mitglied wird, weil auch da kann man schon seinen kleinen Beitrag zu unserer Tätigkeit leisten. Also gut, dann bedanke mich recht herzlich auch für die Führung, die wir gehabt haben. Bedanke mich recht herzlich und wünsche natürlich den Diam Schwäbern alles, alles Liebe und Gute. SWN.